jetzt sind wir hier bei Borgward und ich werde mal ein kleines bisschen reinzoomen, denn in der Tür, da steht Jürgen Beetz, das ist der CEO, Geschäftsführer und Eigentümer von Borgward. Und jetzt gehen wir in dieses wunderschöne alte Gebäude rein und gucken uns das einmal im Detail an, wie es da drinnen aussieht. Also, ich begrüße mal alle. Wir schauen heute mal ganz intensiv hinter die Kulissen. In jeder Ecke steht irgendetwas, in jeder Ecke wird irgendetwas gewerkelt. Heiße euch auf jeden Fall mal herzlich willkommen. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Ja, ich stehe hier vor Borgward. Hier ist Borgward Uhrenmanufaktur. Tatsächlich in diesem kleinen Gebäude, diesem kleinen alten Gebäude ist Borgward drin. Und ich war schon drin. Es ist echt wahnsinnig klasse. Ich freue mich irrsinnig, euch das zeigen zu können. Und ja, bin jetzt schon gespannt, was ihr mir in die Kommentare schreibt, wie ihr es findet. Denn es ist wirklich echt außergewöhnlich, typisch, passt super zur Marke, passt super zur Geschichte. Und ich freue mich wie Bolle auf das, was ich jetzt machen kann. So, wir befinden uns hier im Verkaufsraum von Borgward. Wobei Verkaufsraum trifft es eigentlich nicht ganz genau. Es ist eher eine Begegnungsstätte für Uhrenliebhaber. Es hat auch etwas von einem Museum. Wenn ich mir jetzt hier so langsam das anschaue, alles mit unglaublich viel Liebe gemacht. Der ganze Charme des Raumes, die Ausstattung passt wunderbar zu den Uhren. Und wenn der Jürgen jetzt winkt, dann seht ihr auch den Chef vom Ganzen in seinem wunderschönen Verkaufsraum. Wir werden uns jetzt sowohl die Uhren einmal kurz angucken und natürlich auch anschauen, wie die Uhren entstehen. Wirklich, ich bin hier reingekommen und habe gesagt, mein Gott, ist das schön hier. Ich liebe einfach alles, was 50er, 60er Jahre, das typische Retro-Design lässt mich einfach nicht los. Ich habe selber einen Goliath, einen Hanse 1100, der von Borgward gebaut worden ist, von 1959. Und wenn man diese alten Fahrzeuge anschaut, die haben einfach eine Ausstrahlung, die wir eigentlich mit vielen alten Sachen ja auch hinbekommen. Und das erwischt einen ja immer wieder, ob man einen Retro-Kühlschrank wiederum sieht, denkt man sich, wow, toll, ein altes Blaupunktradio aus diesen Zeiten, so ein Kofferradio, wo man immer wieder sagt, irre, das zieht mich immer wieder an. Und das spiegelt sich aber eigentlich auch in unseren Uhren wieder. Das heißt, unsere Geschichte von damals, von Borgward, tragen wir heute aber doch wiederum in diesem heutigen Design, aber mit der Aura aus der Zeit. Und das ist eigentlich auch hier so bei uns in der ganzen Manufaktur zu spüren. Also wir sind jetzt über 15 Jahre, 17 Jahre schon, ach Gott, man darf die ganze Corona-Zeit ja nicht vergessen, muss man wieder oben drauf setzen, sind wir hier schon in diesem schönen, beschaulichen Ort, das ist Efringenkirchen. Das ist eigentlich schön an der Schweizer Grenze zu Weil am Rhein, hinter Freiburg wiederum, ja. Und haben hier dieses alte Gebäude, was von 1850 ist, liebevoll komplett ausgebaut, über zwei Etagen, was wir nachher so ein bisschen auch sehen. Und das haben wir ja detailreich ausgebaut in dem Moment, ja, wie man auch so schön sieht, oben die alte Transmission, die haben wir natürlich erhalten, weil hier wurden früher Wagenräder produziert und heute machen wir in dem Moment noch was viel Feineres, und zwar unsere Uhren. Ja, und zwar, viele wissen es vielleicht gar nicht, Borgward war natürlich ein Synonym im Prinzip für hochwertige Autos aus Bremen, die bis 1961 dort gefertigt worden sind. Aber in dem Moment, das, was aus dem Cockpit ja, sich widerspiegelt, diesen tollen Rundinstrumente, wie es früher in den Fahrzeugen war, gibt es aber auch in Kleinformat. Herr Borgward hatte damals Uhren für sich fertigen lassen. Also man darf nicht verwechseln, dass Borgward selber die Uhren gebaut hat. Aber es gab drei Hersteller, das war zum Beispiel Kienzle, Maute und auch Bifora aus Schwäbisch Gmünd. Die haben damals exklusiv
für den Herrn Borgward Armbanduhren gefertigt. Ja. Und hier habe ich in dem Moment mal so eine kleine Auswahl aus dieser Zeit. Man sieht richtig sehr schön die Zifferblätter, typisch in den 50er, 60er Jahren. Ja, sehr klein, aber wirklich mit Liebe gemacht, mit dem Schriftzug Borgward in dem Moment. Und das Schöne ist, die Zifferblätter, die wurden damals gefertigt in Weil am Rhein. Ich war 6 Jahre Produktionsleiter in der Zifferblattfabrik bei der Firma Schätzle. Das ist die älteste Zifferblattfabrik Deutschlands. Und dort wurden damals die Zifferblätter gefertigt. Und mein damaliger Chef, der wollte diese typischen Druckplatten und Prägewerkzeuge, wollte er wegwerfen. Ich natürlich als begeisterter Fan von der Marke Borgward, das konnte ich nicht zulassen, habe es natürlich verhindert. Wir haben das nicht weggeworfen und Jahre später konnten meine Frau und ich die Marke Borgward uns schützen lassen. Und da stand für uns einfach wirklich auf der Agenda, hey, lass uns die Geschichte bitte weiterführen, wie es in dem Moment mit dem tollen Design aus den 50er, 60er Jahren war, mit der Aura heute in der Armbanduhr. Also bei uns ist es halt wahnsinnig schwierig, wenn man unsere Kollektion mal insgesamt anschaut. Wir sind wie eigene Kinder. Ich kann die gar nicht aus dem Katalog irgendwann rausholen. Das heißt, unser Sortiment wird immer größer, weil ja, man stellt ja nicht sein Kind auch irgendwann auf die Seite und sagt, hey, schön, aber geht nicht mehr, weil die neueren Modelle sind einfach ja, schöner, meine Lieblinge. Aber es gibt wirklich so ein paar Uhren, wo ich einfach sage, die sind für mich irgendwie so ein bisschen Understatement, sehr besonders. Und dazu gehört in dem Moment auch tatsächlich eine schöne 3-Zeiger-Automatikuhr mit einem porzellanweißen Zifferblatt. Und wer unsere Uhrenmarke so ein bisschen kennt und auch mal unsere Uhren live sieht, erkennt in dem Moment, wie ich die Zifferblätter von Hand bedrucke. Und es ist nicht nur schwarz oder weiß. Hier treffen plötzlich Weiß-Porzellan-Glanz auf Weiß-Matt im ganzen Kranz auf. Dann meine Zahlen, die werden teilweise in einen Grau und in einen ganz leichten Braun gedruckt. Die rote 60 gibt dem Ganzen auf einmal nochmal einen ganz kleinen Flair hinein. Und hier haben wir dann wirklich eine schöne 3-Zeiger sportliche Uhr, die eine Aura aus den 50er, 60er Jahren sich widerspiegelt. Man kann sie sehr gut lesen, ist ein 40 mm. Ja, und in dem Moment das veredelte Uhrwerk, was wir hier im Hause komplett veredeln, die Galvanik machen. Und das ist zum Beispiel die P100 in 40 mm. Um einfach mal zu zeigen, wie auch eine Uhr mit Schiffsbronze, wie ich sie interpretiere. Ich komme selber aus dem Maschinenbau und weiß in dem Moment, Materialien wie zum Beispiel auch Bronze reagiert mit der Zeit, ist empfindlich auch auf unseren Handschweiß. Jeder hat einen ganz anderen pH-Wert, Säuregehalt in dem Moment an unserem ja, ganz natürlichen Schweiß, das Bronze reagiert, habe ich in dem Moment ein komplettes Gehäuse aus Bronze. Ich möchte nicht wissen, wie das in vielen Jahren irgendwann aussieht. Ich gehe einen anderen Weg. Ich habe meine Lünette komplett in Bronze gedreht. Ich habe die Möglichkeit, die immer wieder aufarbeiten zu lassen. Hier trifft in dem Moment die Schiffsbronze nach wie vor auf das Edelstahlgehäuse, hat in dem Moment einfach einen sehr warmen Ton und ich bin nie in Kontakt mit meiner Haut auf der Bronze. Und Hemd, Kragen, Jacke hat immer natürlich einen Abrieb und die Bronze sieht wie am ersten Tag aus. Das handversilberte Zifferblatt, was 10 Minuten lang versilbert wird, wird nachher bearbeitet mit Weinstein, Bims und mit ganz feinen Körnungen und wird dann in diesen cremigen Ton gedruckt. Ja, und dort ist es dann wiederum so, dass die Zifferblätter mit den Zeigern, ich habe die Zeiger ganz bewusst offen gelassen. Ich kann in dem Moment durch die Zeiger mein Zifferblatt wieder in dem Moment sehen. Und ich habe hier unsere New Heritage aufgebaut, eine Auflage von 98 Exemplare. Ja, das ist so ein Beispiel, wo ich einfach sage, da sind wir stolz drauf. Da liegen wir bei 2.675 Euro. Ja,
Das nächste Beispiel ist in 40 mm ein sehr schöner Chronograph, auch hier wiederum gehalten, dass ich sage, alles, was für mich in dem Moment unnötig ist, erstmal wie meine ganzen Kalenderscheiben, alles raus. Ich habe ganz bewusst den Sekundenbereich in einer kleinen Sekunde eingesetzt, ja, damit einfach der Chronograph in dem Moment in dieser Funktion viel klarer rüberkommt, mit wenig Farben gearbeitet. Ein super schönes, klares Design vom Zifferblatt, was sehr eigenständig ist, aufgebaut. Ja, auch hier trifft in dem Moment Edelstahl auf ein DLC-beschichteten Edelstahlgehäuse, was wir hier im Hause in dem Moment dann komplett sehr schön mattieren. Und hier trifft einfach ein Materialmix auf und gibt der ganzen Uhr in dem Moment eine ganz besondere Aura. Ja. Und das ist unsere New Heritage. Dann haben wir hier eine ganz besondere Geschichte. Wir haben es geschafft, mit einem einmaligen Rennsportwagen aus dem Hause Borgward in Le Mans wiederzufahren. Dieses Fahrzeug mit der Startnummer 41, was 1953 in Le Mans war, der Besitzer aus Schweden, konnten wir wieder aktivieren. Und wir haben ihn als Sponsor dazu bewegen können, dass wir dieses Fahrzeug, ja, 65 Jahre später nach seinem Einsatz in Le Mans wieder beim Klassikrennen dabei war. Von der Rennleitung haben wir die Startnummer 41 wieder erhalten und haben hierzu eine so wunderschöne Chronographenlinie aufgebaut, unsere Le Mans Serie. Auch hier die Startnummer 41. Auflage ist auch 41 Exemplare. Ja, und auch hier in dem Moment sehr nostalgisch angehaucht mit den bikompakten Anordnungen in dem Moment. In zwei verschiedenen Varianten gibt es die Uhr, hier zum Beispiel in 44 mm. Wir haben sie aber auch nachher in dem Moment aufgebaut in 40 mm und wie wir es jetzt hier sehen, in 44 mm. Ja. Auflage, wie gesagt, 41 Exemplare und hier merken wir auch, kommt super gut an, in dem Moment ein sehr eigenständiges Design, was einfach fokussiert. Ja, da gehen wir so ein bisschen in den Rennsportbereich hinein. Ich bin großer Gegner eigentlich von den extrem großen Verpackungen, die, wo ich bei meinen Kunden mittlerweile auch weiß, von anderen Uhrenmarken, die stehen meistens irgendwie im Schlafzimmer hinten am Schrank und stapeln sich auf und werden eigentlich nie wieder genutzt, außer man möchte sich vielleicht mal wieder trennen von der Uhr, dass man die Boxen Papiere dann sicher hat. Ich gehe einen anderen Weg, weil ich mir einfach sage, unser Credo ist in dem Moment, bitte hier unsere Borgward-Uhren bitte tragen und genießen. Und wenn ich die auch genieße, dann gehe ich auch mal in Urlaub. Und wie viele ja auch wissen, kleine Geschichte noch nebenbei, der Herr Borgward war einfach ein leidenschaftlicher Zigarrenraucher. Ja, und das war so der Anlass für uns, Mensch, wie könnte unsere Uhrenverpackung insgesamt aussehen? Und da war dann nachher der Weg, Mensch, lass uns doch eine schöne Reiseverpackung für Zigarren eigentlich so weit konstruieren, damit in dem Moment die Uhr immer sicher drin verpackt ist, statt Zigarre. Ja. Hier haben wir jetzt unsere Uhr in dem Moment sicher drin. Dann dementsprechend diesem Reise-Etui haben wir immer unser Typenschild, so wie es früher in den Fahrzeugen waren, aber heute mit den technischen Daten jeweils vom Uhrwerk und richtig mit Schlagzahlen wird die Limitierungsnummer eingeschlagen. Und das finde ich halt dann in dem Moment immer wieder ein gewisser Mehrwert, wo ich dann habe, wenn ich in Urlaub gehe oder wenn ich meinen Tresor zu Hause habe, habe ich meine Uhr immer sicher, sehr flach, schön verpackt für die Ewigkeit. Ja, und das ist so mein Weg. Also wir sind jetzt hier im unteren Bereich. Hier machen wir eigentlich so das Gröbere. Das war früher mal der ehemalige Schweinestall, haben wir komplett umgebaut. Und hier machen wir vornehmlich unsere Werksveredelung. Wir haben hier unsere Perliermaschine, wo hier ein kleiner Perlierstift eingespannt wird. Kann man ja auch ein bisschen mal zeigen, wie wir ein Objekt, also vornehmlich natürlich Platinen von Uhrwerken einbauen und über diese Auf- und Abwärtsbewegung, über diesen drehenden Perlierstift werden diese kleinen Perlierungen reingebracht. Im nächsten Schritt haben wir eine Sondermaschine von der Firma Schmidt, auch alles aus der Schweiz,
mit denen wir dementsprechend unsere Genfer Streifenschliff auf die Platinen hineinbringen. Und da sind wir ganz stolz drauf. Das ist eine Maschine, mal fernab von allen CNC-Bereich, die aber trotzdem so fein einzustellen ist, dass die in dem Moment mir meine Platinen nach Wunsch von Streifenbreite, wie der Streifen in dem Moment reinkommt, vom Glanzgrad hineinschleift. Wie das funktioniert, sehen wir nachher auch in dem Moment. Ja, da werden auch die Platinen eingespannt. Über diesen Verschiebetisch wird das Ganze in dem Moment dann immer wieder versetzt, für den nächsten Streifen reinzuschleifen. Hier unten drunter ist ein kleiner Schleifteller angebracht, ja, der nicht planparallel hier drüber schleift, sondern so ganz leicht im Winkel verstellt ist. Ja. Und wenn dann in dem Moment, wo man das Ganze mal sieht, pneumatisch wird dieser ganze Tisch in dem Moment auf diese Endlage hineingebracht. Und hier drüben ist ein Dämpfer, der stoppt das Ganze so ein bisschen, bremst das. Und hier komme ich jetzt in die Endlage. Man hat es gesehen und gehört, der Tisch verschiebt sich auf meinen Streifen weiter. Der Schleifteller wird angehoben, senkt sich wieder und schleift mir dann wieder drüber. Kann ich auch vielleicht gerade mal ganz kurz zeigen. Machen wir gleich eine große Aufnahme. Schneide ich dann gleich rein in die große Aufnahme. Ja. So, das wäre dann so. Okay. Ja, das ist dann so diese Station, wo wir einen Genfer Streifenschliff hineinbringen. Hier haben wir noch eine alte Elmer, mit denen wir feine kleine Gravuren hineinbringen. Auch alles mal weg vom CNC, manuell das Ganze. Ja, ganz klassisch haben wir hier noch unseren kleinen Drehmaschinen-Bearbeitungen, wo wir unsere Aufzugswellen kürzen. Dann haben wir eine von Elmar, mit dem wir Teile reinigen können mit einem Hochdruck, also wie ein kleiner Dampfreiniger, unsere kleine Drehmaschine. Ja, hier drüben haben wir noch von Kunzmann noch eine CNC-Fräsmaschine, mit denen ich eigentlich vornehmlich dann meine kleinen Aufnahmen mache. Also man spürt, dass ich eigentlich mehr auch so ein bisschen maschinenaffin bin. Ich selber komme aus dem Maschinenbau und das ist eigentlich auch so teils unsere Welt, wo wir in dem Moment mit unseren Uhren immer wieder bearbeiten. So, bei dieser Perliermaschine ist es so, dass wir unsere Platinen hier einspannen. Ich gehe vornehmlich immer schön kreisrund, wie das dann her perliert. Wir haben hier einen kleinen Verschiebetisch, das ist eine kleine Vorrichtung, die wir uns gebaut haben. Und über diese Rasten kann ich in dem Moment immer wieder meinen inneren Kreis weiter verengen, wo ich dann perliere. Wie das aussieht, kann ich mal kurz zeigen. Ich bin auf Anschlag, werde über den Riemen diesen kleinen Perlierstift ansteuern. Und dann geht es in dem Moment so, dass wir Punkt, 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 also eine Perle nach der anderen setzen. Durch diese Auf- und Abwärtsbewegung habe ich natürlich eine wunderbare Kontrolle vom Druck her und wie lange ich dann drauf bleibe, um so eine schöne Perlierung hineinzubekommen. Und so arbeite ich mich dann durch die Platine Stück für Stück immer weiter durch. Wenn ich angekommen bin, dann verenge ich den Kranz und gehe dann wieder von innen in dieselbe Richtung weiter und lasse immer schön diese Perlieren, also diese Perlage, schön überschneidend drüber. Wir verbessern damit die Werke nicht. Das darf man halt. Aber wir hübschen die Werke halt in dem Moment damit auf. Für diesen Zweck muss natürlich so ein Uhrwerk in allen Einzelteilen zerlegt werden. Und gleich haben wir es dann auch fertig. Zumindest für ein Bauteil. So ist dann, wenn man es vielleicht so ein bisschen sieht, eigentlich eine wunderschöne Lichtbrechung. Und gegenüber vorher, wie es dann aussieht, ist es natürlich wunderbar. In der Kombination in ein Uhrwerk selber haben wir natürlich, Moment, ich mache mal kurz auf, die unteren Platinen alle perliert. Ja.
bei den unteren Platinen sehr schön die ganze Perlierung. Und hier muss man sich mit einem bestimmten Muster halt irgendwie auch durcharbeiten. Man kann nicht wie einfach komplett immer Punkte setzen, sondern man muss sich irgendwie ein Muster echt überlegen. Genauso gut mit dem Genfer Streifenschliff haben wir jetzt hier in dem Moment das dann wunderbar rund angelegt, so wie der Rotor auch rotiert. Und das ist halt das Schöne, ich habe die Möglichkeiten, bei mir meine Werke halt so zu finisieren, wie ich es möchte. Und haben da echt viele Möglichkeiten, speziell auch bei diesen alten historischen Uhrwerken. Ich weiß nicht, ob man es mal so ein bisschen sieht. Hast du es? Ja. So? Ja, hier hat man zum Beispiel jetzt ein sehr schönes Schaltradkaliber aus den 50er Jahren. So wurde es früher verbaut. Nach der Bearbeitung, wenn wir alle Platinen abgeschraubt haben, da reden wir halt über 5 verschiedenen Ebenen, wo dann in dem Moment dieser Genfer Streifenschliff hineinkommt. Und der soll vornehmlich bitte auch so sein, wenn auf der einen Platine angefangen wird, führt er sich auf der nächsten oben auch wieder und geht runter in einer Linie. Genauso gut unter der Unruhe, dementsprechend die ganzen Perlierungen wieder reinzubekommen. Ja, das Ganze wird nachher gereinigt, frisch geölt, einreguliert. Also da ist schon viel Arbeit, um solch eine Transformation hinzubekommen von diesem wirklich schönen alten Uhrwerk auf heute in dem Moment finisiert. Ja, früher war das nicht so relevant. Heute haben wir sehr viele Uhren mit Glasboden und es ist einfach hübsch zu sehen, wenn das Ganze in dem Moment so aufbereitet ist. Da ist es halt eher so, dass wir hier einen kleinen Schleifteller haben, der sich immer wieder auf und abwärts bewegt. Das heißt, er fängt immer von vorne an, schleift, wenn er fertig ist, hebt er sich an und fängt wieder von vorne an. Dieser Verschiebetisch, der wird näher automatisch immer wieder verschoben, um die Breite, wie der Genfer Streifenschliff in dem Moment fortgefahren wird. Kann ich mal kurz zeigen, ich lasse die Maschine mal laufen, mache den Riemen an. Starte das ganze Programm und jetzt sieht man, er senkt sich, schleift ganz leicht mir auf der Oberfläche diesen Streifen hinein. Der Tisch wird verschoben immer wieder und fängt von vorne an und bringt den nächsten Streifen hinein. Und so arbeitet man sich wirklich Platine für Platine insgesamt durch. Nach der ganzen Prozedur werden die Platinen gereinigt, galvanisiert, frisch geölt und wieder eingebaut. Jetzt ist es gerade hier bei der Musterplatine, wo ich euch zeigen will, in dem Moment die Tiefe. Nur nicht ganz, ich müsste noch etwas tiefer gehen, aber das ist halt immer mit Vorsicht zu genießen. Ich darf nicht hier Material abtragen, bis zum geht nicht mehr. Jetzt im nächsten Schritt würde ich dann nochmal etwas tiefer gehen, fange von vorne nochmal an, damit ich halt einen sauberen Schliff bekomme. Ja, so ist mal im Kurzen gezeigt, wie solche Platinen bearbeitet werden. Da habe ich natürlich eine steile Vorlage. Das ist natürlich die Marke Borgward, wenn man sich mit der Marke beschäftigt, wie sehr der Borgward nicht nur Autos konstruiert hat, sondern einfach ganz klassische Linienführung, Farbkombinationen, die spiegeln sich natürlich in unseren Uhren irgendwo auch immer wieder. Genauso gut, was im Interieur ganz wichtig ist, von ganz alten Modellen zum Beispiel aus den 40er, 50er Jahren, inspiriert mich total in dem Moment das Cockpit-Tacho-Design, aber auf der Linie Borgward. Ja. Und das ist in dem Moment für mich immer wieder die Zahlen, die Typografie, diese Zweifarbigkeiten, kommen bei mir in Uhren immer wieder drin vor. Das ist wie eine Familie, wenn man sich meine Uhren insgesamt mal anschaut, von der Kollektion. Ja. Und das führt auch dahin bis zur Wanduhr, die ganz klar aufgebaut ist, wo ich einfach sage, ich möchte wie im Cockpit auf den Punkt genau die Uhrzeit lesen können und muss nicht irgendwie etwas abschätzen, sondern ich möchte das halt als Präzisionsinstrument irgendwie rumsehen. Und natürlich alles mechanisch, deswegen unser Spruch ist halt so in dem Moment, das Ticken der Uhr ist die Sprache der Zeit. Man hört das auch immer wieder sehr schön, das brauchen wir. Und mal ja, von dieser ganzen schönen mechanischen Linie noch eine schöne Sache. In dem Moment, der Herr Borgward hat auf seinem Schreibtisch dementsprechend natürlich auch
seine original Borgward-Uhr, die von Kienzle gebaut worden ist, mit dem Kalender, finde ich irgendwie total fasziniert. Und das sind so Sachen, inspirieren mich. Vielleicht der eine oder andere kennt es in dem Moment, diese Klappkalender. Irre, ja. Ganz einfach, und dann wird noch der Monat eingestellt. Uhrzeit, aufziehen, los geht's. Und man hört in dem Moment schön das Ticken, also die Sprache der Zeit, ja. Das sind für mich einfach viele Ideen, die lassen mich nicht mehr los. Das ist typisch diesen 50er, 60er Jahre. Aber dann, wie man es auch sieht, an unseren Maschinen, die wir heute haben und die Technologie, das kombiniert auf heute, das ist natürlich klasse. Also wenn ich dann in dem Moment auch mal eine Inspiration habe, geht es natürlich auch von der Idee, muss es natürlich irgendwie umgesetzt werden. Und da bediene ich mich natürlich seit vielen, vielen Jahren in dem Moment mit ganz klassischen CAD-Systemen, Grafikprogrammen, mit dem ich mein Zifferblatt designe. Und hier habe ich natürlich nachher voll die Möglichkeiten, es einzugreifen. Wie mache ich meine Linienstärke? Wie setze ich meine Zahlen, die Typografie, wie es früher gab, gibt es heute ja nicht als Schrift vor. In dem Moment werde ich meine Zahlen selber wieder zeichnen, so wie es früher war, und habe auch die Möglichkeiten, in dem Moment wunderbar nachher auch darauf einzugehen, wie kriege ich das dann auch wieder drucktechnisch umgesetzt. Weil manchmal meine Farbe im Tampondruckverfahren verlaufen wir doch in dem Moment in kleinsten Punkten, und dann kann ich das wunderbar verändern und gehe in dem Moment in meine Grafik intensiv hinein, und das bedeutet sehr viel Zeit. Und das mal ein Beispiel auch, was jetzt demnächst kommt, einfach mal so ein bisschen in den Kulissen zu schauen. Wir arbeiten ja mit Pantone und mit Pantone-Fächern, und da ist es so, dass Pantone jedes Jahr immer wieder eine Farbe kürt. Und das ist zum Beispiel im Moment jetzt die Very Perry. Das ist ein sehr schöner lila Ton. Ja. Da gibt es jetzt demnächst eine Borgward-Uhr. Wie sie aussieht, wissen wir noch nicht so genau, aber das ist mal so die Vorausschau mit diesen Grundtonen, den wir halt in 1:1 lackieren. Die Zahlen ganz bewusst in weiß, der Rest mehr in grau. Das sind meine Spielereien, die ich in dem Moment mal immer wieder reinbringen kann, wo ich umsetze. Das ist mal so die Druckvorstufe. Im nächsten Schritt machen wir daraus dann unsere Lithofilme, unsere Druckplatten und drucken unsere Zifferblätter selber. Das ist mal ein Beispiel, was in dem Moment kommt. Genauso gut in dem Moment auch mal wieder ein anderer Tacho, wo wir aus dem Borgward-LKW haben. Dort ist es so, dass wir in dem Moment diesen kleinen Flügel unten auf 6 Uhr haben. Und dort ist es so, dass dieser Flügel nachher auch im schönen Chronograph werden wir umsetzen. Das sind so Beispiele, wo ich mich stundenlang mit beschäftige und meine Uhren daraus kreiere. Und das ist halt dann wirklich nichts von der Stange. Und das sind so meine Inspirationen. Also hier im oberen Bereich ist es so, dass wir 3 Arbeitsplätze insgesamt haben mit unseren Uhrmachertischen, wo wir unsere Uhrwerke zerlegen. Dann anschließend nach der Veredelung wieder zusammenbauen, hier eine Reinigungsmaschine natürlich in dem Moment reinigen. Es wird alles wieder kontrolliert nachher von der Zeitwaage, kennt glaube ich jeder in dem Moment ganz klassisch, wird es zusammengebaut in verschiedenen Lagen, jetzt ausreguliert, die Uhren montiert, Wasserdichtigkeit geprüft, auf den Uhrenbewegern in dem Moment über mehrere Tage immer wieder dann auch getestet und vom Gangverhalten her. Aber wo wir halt auch ganz stolz drauf sind, ist in dem Moment, für mich ist auch das Zifferblatt das Gesicht der Uhr. Und da habe ich hier meinen Druckarbeitsplatz, wo ich meine Zifferblätter vom Rohling, die wir hier aus unserer Gegend bekommen, aus diesem Rohling in dem Moment schon vorgalvanisiert, lackiert als Beispiel, das Zifferblatt Stück für Stück aufbauen, so wie wir es vorhin auch gesehen haben, wo ich dann in dem Moment von der Grafik mir überlegt habe, das umzusetzen. Und das ist halt das Schöne. Hier verbringe ich halt auch wahnsinnig viel Zeit, weil alles am PC, es ist schön, man hat die Grafik, die ist sehr groß, aber nachher bewahrheitet sich doch vieles immer wieder im Manuellen, wie ich das Ganze im Gesamtheitlichen auch wieder sehe. Und da entwickle ich dann in dem Moment wieder neue Farben oder werfe mein Design manchmal auch komplett wieder um und erarbeite mir das nochmal neu,
weil das ist oftmals wie ein Künstler, er fängt mal an zu malen, lässt es mal liegen und schaut sich das Ganze wieder an. Oder jemand, der einen Text schreibt, man soll den Text nicht gleich verschicken, man liest ihn irgendwann nochmal drüber und denkt, oh, könnte ich doch was verändern. Dasselbe Prozess entsteht bei mir bei dieser Handdruckmaschine. Hier haben wir unser Herzstück. Das ist eine alte Handdruckmaschine, eine Technik wie vor 100 Jahren, die eigentlich heute immer noch, auch wenn man schaut, in der Schweizer Uhrenindustrie im hochwertigen Bereich gearbeitet wird, eine komplette manuelle Handdruckmaschine. Und ich habe diese Maschine vom alten Helmut Sinn überlassen bekommen, bin ich mächtig drauf stolz. Ich habe noch andere Handdruckmaschinen, aber die ist mir mittlerweile ins Herz geschlossen, weil die haben wir auch mittlerweile auch komplett umgebaut. Normalerweise hat man hier alles manuell, wo in dem Moment von Hand das Ganze gemacht wird, aber ich habe hier meine Pneumatikzylinder eingesetzt, wo hier meine Druckplatte eingespannt wird. Ja, hier drüben auf der Station wird das Zifferblatt eingespannt. So ein Zifferblatt hat man ja vorhin gesagt, das ist ja komplett blank. Über die kleinen Füßchen wird es in dem Moment auf dieser Aufnahme fixiert. Über die Aufnahme hier wird ein Druckstempel eingesetzt. Das ist ein Silikonstempel. Und im Trockenen kann ich gerade mal ganz kurz zeigen, wie so etwas ablaufen würde. Auf dieser Glasplatte mische ich mir meine Farbe an. Die wird also ganz klassisch mit einem Rakel angemischt. Dann anschließend wird mit einer Klinge die Farbe aufgenommen und über meine Druckplatte das Ganze weggerakelt. Und die Druckplatte ist in dem Moment so eingeätzt, dass dort meine Zahlen, Striche, Logo, alle meine Grafiken in dem Moment hier tief geätzt sind. Und die überschüssige Farbe wird weggezogen. Der Druckstempel selber nimmt dann die Farbe auf dieser Station auf. Zifferblatt wird eingesetzt und wird dann in dem Moment übertragen. Also es wird transferiert von der Druckplatte auf mein Zifferblatt. Dann nachher, wenn das Zifferblatt dann soweit gedruckt ist, ist dann in dem Moment meine Skalen drauf. Und so wird Farbe für Farbe das Zifferblatt aufgebaut. Und ja, das ist halt so in dem Moment für mich ein Schritt mehr hier in der Manufaktur selber, wo wir das Gesicht der Uhren Stück für Stück kreieren. Man kann natürlich so etwas in den Zifferblattfabrik geben, hat seine Daseinsberechtigung natürlich, was auch wichtig ist, aber für mich selber hier von dem kreativen Prozess in diesen kleinen Stückzahlen ist es für mich eine absolute Bereicherung. Natürlich zeitintensiv, arbeitsintensiv in der Richtung. Man muss sehr viele Farben wieder bevorraten, die wir aus der Schweiz bekommen, und auch teuer ist das Ganze. Aber macht viel Spaß und wir sind in der Lage, auch hier unsere Seminare zu machen oder auch Einzelanfertigung. Das ist immer so ein spannender Punkt, wo man halt dann immer hier sehr schön umsetzen können. Es ist dann so, dass alle unsere Uhren hier diesen Prozess durchlaufen. Sie werden alle handgefertigt. Die Zifferblätter in einer Vielfalt in dem Moment werden hier von mir persönlich auch gedruckt und kreiert. Und das ist auch für mich wichtig. Es ist nichts von der Stange. Und wie wir vorhin auch mal so kurz drüber geredet haben, ist es klar, wenn ich so eine kleine Vorserie mache, wenn wir eine Auflage kreieren von 40 Uhren, ich mache natürlich erstmal, wenn ich alles eingestellt habe, meine Farben gemischt habe, die Position genau gefunden habe vom Druck her, wo das Ganze dann von den Koordinaten her ist, fertige ich vielleicht mal 10 Zifferblätter. Wenn diese Uhren ausverkauft sind, mache ich den Rest wieder. Dann kann es immer wieder natürlich auch sein, dass ich in dem Moment nicht 100 pro genau diesen Farbton treffe, was natürlich auch uns ausmacht, weil es ist ja alles handgefertigt. Ja. Wir hatten ja mal auch von unserer Verpackung erzählt. Bei unserer Verpackung haben wir unser schwarzes Typenschild. Das ist so unser Erkennungszeichen eigentlich vom Typenschild, was aber sich in dem Moment auch in unserem Uhrwerk widerspiegelt, weil alle unsere Rotoren sind ausnahmlich in dem Moment komplett in Galvano-Schwarz. Und dort ist in dem Moment immer wieder unsere Limitierungsnummer dabei, wie jetzt bei der 41-Serie schön ausskelettiert, die Startnummer 41 drauf. Das sind auch solche Sachen, die wir hier in dem Moment komplett umsetzen. Und das macht eigentlich auch die Sache wiederum aus, dass wir da ganz individuell drauf eingehen. Oder natürlich auch in dem Moment oftmals bei besonderen Anlässen, Taufe, Hochzeit, haben wir schon alles in dem Moment auch für unseren Kunden umgesetzt, schön auf dem Rotor hineinzubringen.
Also ich möchte mich bei dir herzlich bedanken für deinen Besuch, dass du uns mal ja, hier in dieser schönen Gegend in deinen Urlaub besucht hast und hinter die Kulissen geschaut hast. Aber das möchte ich nicht nur dir anbieten, ist natürlich auch viele, die mal bei uns sich anmelden möchten, überhaupt kein Thema. Wenn ich weiß, es gibt kleinere Gruppen oder kleine Besichtigungen für hier durch die Manufaktur zu laufen, alle herzlich eingeladen, wir sind da relativ offen, um das Ganze mal schön zu präsentieren. Genauso gut unsere Uhrenseminare, immer wieder ein Highlight, sein eigenes Objekt mal bei uns in der Manufaktur zu fertigen, kann ich immer wieder nur wärmstens empfehlen. Und ich wünsche allen weiterhin viel Freude mit ihren Uhren und ja, bis dann. Ciao. Ja, das war's. Ein Vorort-Video bei Borgward. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und wir haben einen wirklich sehr tiefen Einblick bekommen in vieles, was man so von außen gar nicht vermuten würde. Von außen wirkt das Haus doch relativ klein. Es ist ein altes Haus und es passt so gut zu den Uhren, es passt so gut zu der Manufaktur und selten war ich so überzeugt zu sagen, es handelt sich auch um eine Manufaktur wie hier, weil hier wirklich sehr viel vor Ort von Hand gemacht wird und jede Uhr, die rausgeht, ist ein von Hand zusammengebautes Unikat. Die Ziffernblätter werden selbst gemacht, die Werke werden veredelt. Alles wird hier vor Ort geprüft, zusammengebaut. Hier steht wirklich noch das Handwerk hinter der Uhr und das hat mich unglaublich begeistert und ich bin sehr, sehr froh, dass ich hier sein durfte. Bis dahin, bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren und freut euch auf meine nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel.